Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei X4. Ich bin jetzt wieder an unserer Heimatbasis, am Headquarter. So, auf aktiv setzen. Dann docken wir mal an, wa? An unserer Hauptbasis. Frag mich mal einer, wo hier das Ding gebaut wurde. Is it it? Maybe it's not. Da hinten geht's rein. Dann fliegen wir mal dahin. So, komm hier. Fordere umgehend Verstärkung an. What? Hallo? Stopp. Wer braucht Verstärkung? Andockerlaubnis erteilt. Greife zu Aufzug. Erfolgreich angedockt. Greife zu Aufzug. Hallo? Achso. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, ich bin ja auch dein Chef. Greife zu Aufzug. So, na gut, das sind jetzt Sachen, die wir kennen. Nein, der externe Zugriff scheint noch immer blockiert zu werden. Ich habe wohl keine Wahl. Ich muss meinen momentanen Aufenthaltsort verlassen und zu Ihnen auf diese Station kommen. Oh, hatte ich vergessen, diese Informationen bekannt zu geben? Ich bin derzeit Gefangener einiger Split. Wenn Sie mir helfen, biete ich Ihnen gerne meine Dienste. Kann ich helfen? Sorry. Auf Wiedersehen. Ja, gut, okay. Eine Sache, die wir auch kennen. Hevos Zwilling 2, 2,5. Dann düsen wir mal. Sprungtor. Ich habe leider Glück. Ja, ich habe leider vergessen, wie das Ding hieß. Also, kennen wir. Dann bauen wir hier diese Falle wieder auf, dass die anderen abgelenkt werden. Okay, oder auch nicht? Okay, anscheinend ist das Ding jetzt woanders gefangen. Oh. Uha. Gut, dann wird es wohl doch ein klein wenig anders jetzt aussehen. Also, wir sollen nach Hevers Zwilling 5. Hevers Zwilling 2 kenne ich nur. Ne, 1 sogar. Aber gut, dann wird hier irgendwo der Abzweig zu 5 sein. Finden wir auf jeden Fall. Auf der anderen Seite unsere beiden, naja, Erkundungsschiffe sind unterwegs. Den habe ich jetzt wieder neue Aufträge gegeben. Erreiche System. Nopileus Glück. Die beschäftigen sich also beide. Der eine baut immer noch fleißig Satellitensysteme auf. Erreiche System, frommer Nebel. Und der andere erkundet immer noch da hinten die terranischen Sektoren. Aktuell ist er im Bereich Saturn. Ja, und macht hier seine kleine Bademeisterrunde. Das gefällt mir. Es ist wirklich sehr wenig an Stationen hier vertreten. Ich weiß nicht, ob da noch ein paar gebaut werden. Ich meine, gut, hier, da kommen wir noch nicht ganz so zurecht. Aber hier ist ja gar nichts im Jupiter. Im Saturn haben wir auch erstmal nur 4. Ich glaube nicht, dass da auch noch weitere dazukommen. Ja, hier kenne ich sowieso nur 2. Im Titan. Wobei es vom Titan auch gar nicht weggeht. Neptun war halt viel. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wo ich meine Fabriken baue. Also ich hätte natürlich gerne wieder mein eigenes System. Aber ich will nicht schon wieder nach Nopileus Glück. Hieß das so? Ja. Hieß so. So, 2 Sprünge.
Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Und dann müssen wir auch direkt aufhören. Also, nicht aufhören, sondern direkt raus aus dem Superhighway. Nee, Superhighway? Ich weiß gar nicht, wie die Dinger hier hießen. Erreiche System. Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. So, dann in den nächsten Highway. Und irgendwo da hinten geht's dann nach Hewas Zwilling 1. Okay, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber es war auf jeden Fall kurios. So, da drüben muss ich rein. Fuck, Alter, da hinten sind auch nochmal Stationen. Ja, gut, das soll unser Erkunder mal machen. Oh mein Gott, ich werde voll in den Rahmen hämmern. Jetzt bin ich im Rahmen. Nichts passiert. Alles gut. Erreiche System. Hewas Zwilling. Okay. Ach, da ist der Highway. Da ist aber Adler. 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 Seeschwalbe. Seeschwalbe. Ich möchte gerne das Sprungtor. Ach, okay, da müssen wir auch hin. Nee, da müssen wir nicht hin. Das Sprungtor führt woanders hin. Wir müssen da in den Beschleuniger. Das ist kein Sprungtor, das ist irgendeine Station. Teladi Handelsstation. Da müssen wir rein. Okay, es sah aus wie ein Sprungtor. Ganz kurz. Nochmal abbrechen. Ich muss mir ein paar Fragezeichen besorgen. So, Fragezeichen. Naja, immerhin. 4. Gut. 3 jetzt noch. Ne, 2. Irgendwo war was Besonderes. Und ich meine nicht mich. Aber ich weiß nicht wo. So, dann. Hey, was. Ich soll einen Weg finden nach Hewas Zwilling 3 erstmal. Damit ich dann nach Hewas Zwilling 5 komme. Sensible Daten wurden gestohlen. Greife an. Nee. Ungern. Erreiche Hewas Zwilling 2. 2. Okay, das ist nicht das, was ich suche. Okay, haben wir ein paar Fragezeichen am Start. Also eins. Okay, das war nicht das, was ich suche. Gut, dann muss es hier unten irgendwo sein. Wir können erstmal dahin fliegen. Ach, diese Suchen immer. Na gut, am Anfang kennt man halt wenig Systeme, ne? Das ist das Problem. Erreiche Hewas Zwilling 1. So, irgendwo da hinten soll ein Fragezeichen sein. Da. Das sieht aus wie ein Beschleuniger. Das ist auch das Fragezeichen.
Ja, ansonsten kann man halt immer mal wieder die... Ja, da kommt auf jeden Fall einer her. Die anderen Raumschiffe sich angucken, aus welchen Richtungen die kommen. Ja. That's the Beschleuniger. Ja, gut. Oh, da hinten ist noch eine Raumstation. Aber das mache nicht ich, das muss irgendein Aufklärer machen. Erreiche Evas Zwilling 3. Evas Zwilling 3. Das ist auch ein zusammenhängendes System. So, und hier muss irgendwo ein Beschleuniger abgehen oder so ein Highway nach Evas Zwilling 5. Ich fliege erstmal grob hier durch. Also hier sind ja alle auf einer... Okay, da fliegt auf jeden Fall einer lang. Da. Oh, nee. Raya, Angreifer. Also irgendwo links ist noch was. Doch, da hinten ist eine... Ich weiß nicht, kann sein, dass das der Beschleuniger ist. Bin mir unsicher. Ich fliege unten drunter durch, oder? Ja. So, das könnte eine Station sein? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall müssen wir da lang dann. Also nach links oben. Unbekannte Station. Da ist er. Da ist auch noch eine Station. Und da ist auch der Beschleuniger. Ah, es gab irgendeine Tastenkombination, wo ich meinen... Cockpit ausschalten konnte. Steuerung V? Shift V? Okay, Shift V kann ich nur den Sound ausstellen. Oh. Da ist aber einiges kaputt. So, wir decken mal ganz kurz noch die beiden Stationen auf. Und da ist das Ziel. Ja, hier gibt es bestimmt auch eine andere Station. Schleuniger. Schleuniger. Unbekannter Sektor. Hayward's Zwilling 5. Kann ich euch sagen. Hayward's Zwilling 5. So, dann mal rein. Haben wir es endlich geschafft. Erreiche Hayward's Zwilling 5. Ich muss gestehen, dass ich etwas nervös bin. Ich hoffe, alles verläuft nach Plan. Ja, hoffe ich auch. Ist da? Min. Ja, das sind aber alles Teladi-Stationen. Ach, hier geht auch noch ein anderer Sektor weg. Wahrscheinlich hier war's Zwilling 4. Teladi-Jäger. Das sind doch nochmal einige Stationen da hinten. Ist halt durch diese Asteroidenfelder extrem schwer, da was zu erkennen. Das könnte ein Schiff sein, da. Unbekannte Station. Unbekannte Station. Die Lithium-Raffinerie. Verbundwerkstoffe-Fabrik. Ach, ich muss in den leeren Raum fliegen. Unbekannte Zone. Was ist das? Transport, glaube ich, ne? Schutz. Eskortiere Bergbauschiff. Oh, Adler. Angreifer. Das dahinter hätte ich gern gesehen. Unbekannte Zone. Ist das ein Schiff? Adler. Was ist das? Ich habe den Plan weiter verfeinert. Schauen Sie mal. Volo. Mineralien. Okay, das ist nichts. So, Sie... Wie Sie sehen,
will ich mit einem gecharterten Frachtschiff von der Station entkommen. Tatsächlich sind mehrere Schiffe involviert, um eventuelle Verfolger in die Irre zu führen. Ich möchte, dass Sie das Schiff verteidigen, sollten unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten. Ja, öffne Mission. Adler, Angreifer. Hab ich doch gemacht. Ach, jetzt. Eskortiere. Seeschwalbe, Angreifer. Wie konnte ich denn ein Schiff eskortieren? Leitsystem, Außenansicht. So, jetzt kommen wir erstmal aufs Speed. Speed. Beginne das Eroberungstutorial, in dem du lernst, ein Schiff zu übernehmen. Okay, was war denn das jetzt für ein Hinweis? Es geht doch bestimmt auch einfacher, dass ich sagen kann, eskortieren. Massentransporter F. So, ich brauche noch mal ein bisschen Ansehen. Teladi Verteidigungsstation. Gucken, ob wir auf minus 1 kommen jetzt. Zya. Prospector Jaguar. Was war Zya? Jaguar. Patriarchat Zya. Kenne ich überhaupt nicht. So, ich hätte gerne meine 500 Credits und Ansehen. Teladi Verteidigungsstation. Teladi Verteidigungsstation. Notfall. Min. Teladianisches Stationssicherheitsschiff. A. Achso, Teladi Finanzministerium, da die hassen uns extrem. Teladi Verteidigungsstation. Hallo. Danke für Ihre Hilfe. Ja, sehr schön, Ansehen gewonnen. Minus 1 nur noch. 641.000 Kredite haben wir. Ist denn eigentlich bald mal mein... Ist immer noch nicht gebaut. Mann, Mann, Mann. Kann sich auch nur um Stunden handeln. Warte auf den Start des Schiffes. Bitte warten Sie darauf, bis das Schiff seine Geschäfte erledigt hat. Es wird in Kürze starten. Ich hab ja Zeit. Können wir ein bisschen scannen. Da ist was. Asteroid. Asteroid. Station haben wir noch. Einer. Bitte verteidigen Sie das Schiff gegen eventuelle Gefahren. Es ist zwar nur ein Ablenkungsmanöver, aber ich wäre sehr betrübt und traurig, wenn der Crew etwas zustieße. Ja, das verstehe ich. Okay, irgendwer kämpft hier gerade. Ah ja, guck mal. Ein Xenon. N. Erwarte Befehle. Pegasus Angreifer ist fertig. Okay. Okay, ja gut, er kommt ja hier nicht aus dem Moostop. Hast du alles entdeckt, ja? Ja. Ja. Antwort ist ja. Sehr schön. Ich bin auf meinem Transportschiff und auf dem Weg zu der Installation. Wo ist der Borone? Oh, das hat ja nicht lang gedauert. Man hat mein Verschwinden scheinbar bemerkt.
Das gibt's ja gar nicht. Mein Schiff sollte sich bereits in sicherer Distanz befinden. Für die anderen Schiffe sieht es weniger gut aus. Halten Sie sich bitte bereit. Split befiehlt unseren Schiffen, Ziele abzufangen. Du sie begleiten, während ich weiter untersuche. Ja. Keine Chance. Dann du halt sterben. Bussard, Verteidiger, Lumme, Angreifer. Was darauf? Nein, das hätte nicht mal ein Ei zerbrochen. Oh mein Gott, mein Schiff ist so scheiße. Ja, ich kann dir gerade nicht zuhören. Sorry. Bin gerade ein bisschen im Krieg. Sie werden liquidiert. Ja, komm schon. Steig aus! Na gut, er steigt nicht aus. Wo ist denn der andere? Okay, der andere ist weg. Cool. Seeschwalbe, Angreifer. Übrigens, was ich immer noch nicht verstanden habe. Also unser... Naja, unser Freund hier. Das Exo-Wesen. Lehrt uns ja später die Fähigkeit, dass man sich teleportieren kann von einem Ort zum anderen. Auf der höchsten Stufe ja überall im gesamten Universum. Warum kann er das denn nicht? Er kann es mir zwar beibringen, aber er kann es selber nicht anwenden. Das ist ja irgendwie... Danke für Ihre Hilfe. Jo, gerne. Sehr schön, Teladi-Unternehmen 0. Das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Also, dass das nicht funktioniert. Oh mein Gott. Was ist denn... Ist ja noch arschweit weg. So, ich scanne mal ein bisschen die Gegend. Oh. Da hinten ist noch was. Oh, hier sind auf beiden Seiten Stationen. Okay. Ja, das Schiff. Wie gesagt, Gefahr ist gebannt. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon wieder Richtung Hauptbasis fliegen. Denn... dem passiert jetzt nichts mehr. Hoffe ich. Was ist das denn? Sieht auch aus wie ein zerstörtes Schiff. Wo soll denn da eine Station sein? Unbekannte Station. Ach, da unten! Okay. Ich donner schön vorbei. Sehr gut. Sehr gut. Eins Station. Mann, da hat man sich aber über den Bauplatz auch wenig Gedanken gemacht, habe ich das Gefühl. Hier ist ja nichts. Hier sagen sich ja Fuchs und Igel, gute Nacht. So, gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich weiß, ich glaube, ich brauche mich nicht umdrehen. Vorbeugung, Fliege, Sumpfplantage, zerstöre kriminellen Verkehr. Ja, das ist relativ einfach. Da kriegt man allerdings immer Probleme mit der Stationssicherheit. Unbekannte Station. Weil man halt ab und zu mal daneben schießt bei so einem Kriminellen. Aber um die Dings aufzubauen, die Beziehung, ist dieser Auftrag eigentlich hervorragend. Komm, wir machen den mal. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Warum? Neue Mission aktiviert. Ach so, ja, die Hauptmission, wie gesagt, die läuft jetzt im Hintergrund einfach weiter. Da passiert nichts mehr. Außer er schreit gleich, dann habe ich ein Problem. Dann könnte es eng werden, dass ich das rechtzeitig noch schaffe. Aber so ein kleiner Split, der macht auch nicht viel Schaden. Hat das da geblinkt? Ich glaube, im Reisemodus sieht man nicht, wenn es hier irgendwo blinkt.
Das würde sich auf jeden Fall super anbieten, hier mal wieder nach Kristallen zu jagen. Na gut, wie gesagt, Reisemodus ist immer schwierig. Asteroid. 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 Oh, sehr gut. Erz. Asteroid. Asteroid. Silizium. So, da ist das Ziel. Daneben ist eine Station, die kenne ich aber, ne? Ja. Oh, was ist das? Prospector. Ich glaube, der jagt mich. Nee, der fliegt woanders hin. Danke für Ihre Hilfe. Okay, wer war das? War das der Harry, den wir hier beschützt haben? Ja. Okay, da müssen wir einfach nur zurück. Das machen wir aber nicht zusammen. Da werde ich wieder offscreen hinfliegen. Asteroid. Asteroid. Sehr gut. Asteroid. Asteroid. Ich weiß nicht, ob das Asteroid. Gute Zahlen sind. Asteroid. Beschleuniger. Schleuniger. Zwilling. 3. Schleuniger, Junge. Wo waren die Stationen eigentlich? Sensorenbündelfabrik. Sensorenbündelfabrik. Die braucht bestimmt Silizium. Könnte man hier hinschicken. Also wir müssen leider in Sektoren fliegen. Wo wir mindestens eine minus 10er Ansehen haben. Weil ansonsten kann man nicht an die Station andocken. Andocken. Doggen. Ne, keine Hunde. Andocken. So, das könnte ich mir auch nochmal angucken. Aber das mache ich auch außerhalb vom LP. Wir machen ganz kurz nochmal ein wenig Kriminelle. Gibt einen Punkt, wenn man sich da hinstellt, dann ist es wie Moorhuhn schießen. So, ich sehe schon, wo ich hin muss. Ich weiß auch ganz genau, wo ich mich hinstelle. So. Nee. So, hier werden wir uns nämlich hinstellen. Es wird nicht ausbleiben, ich werde auf diese Station schießen. So. Genau, wir müssen 8 Kriminelle zerstören. Dauert ein kleines bisschen, bis die ersten spawnen. Oh. Okay, das sind alles normale. Dieb, haltet ihn auf! Tourbus B. Tourbus, geil. Tourbus B. Massentransporter F. Kurzstreckentransporter C. Massentransporter F. Cool. Ah, da gesellen sich ab und zu nochmal welche hinzu. Oh, könnten jetzt hier mal bitte Kriminelle rauskommen? Also normalerweise. Na, jetzt ist der natürlich nicht hier. Ja. Ey, 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 hallo, was machst denn du? Tourbus B. Bitte nicht. Angriff. Das ist unakzeptabel. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Alter! Alter! Okay, das waren die ersten beiden. Ich weiß nicht, warum der dritte nicht gezählt hat. Also eigentlich kommen die an einem bestimmten Zeitpunkt hier raus, wie die fliegen. Alle nämlich hier aus dem Schach. Ziviles Schiff. Nummer 3. Kommt die Kiste? Ja.
modularer Abzug. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Ja. Ja, Schmugglerschiff. Oh, ist das eine Arbeit? Also, es ist ja keine Arbeit. Danke für Ihre Hilfe. So, Nummer 4. Und Teladi-Unternehmen schon plus 1. Ist halt der Vorteil. Einfaches Geld, schnelles Geld und wir machen halt auch noch ein bisschen... Massentransporter F. Scheiße, der ist dahinter, ne? Oder? Ich erkenn's nicht. Okay, wo fliegt denn der lang? Kurzstreckentransporter C. Nummer 5. Ach, der andere ist weg. Schade. Funktionieren die Scanner auf die Reichweite? Oh, da ist noch einer. Kurzstreckentransporter C. Kurzstreckentransporter C. So, jetzt könnte gleich die Stationssicherheit kommen. Und mich angreifen. Das ist aber auch immer nur kurzfristig. Also da braucht man keine Angst haben. So, komm, einen noch. Das war beim ersten Mal deutlich schneller. Also da sind hier mit einmal, glaube ich, 6, 7 von diesen kriminellen Schiffen gespawnt. Das war super simpel. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Ja, wo denn? Oder meinen die mich? Weil ich habe ja auch Schmuggelware am Start. Also darf man ja nicht vergessen. Aber noch nicht rausgefunden, wo ich das loswerde. Oh. Danke für Ihre Hilfe. Jo, gerne. Plus. Ah, plus 5. Guck mal einer an. 4 zerstörte Kriminelle, jeweils plus 1 ansehen. Super. Damit sind wir jetzt hier auch im blauen Bereich, was die Karte betrifft. Ihr seht diesen hellroten, naja, roséfarbenen, rosa. Oh, halt, ganz schnell. Massentransporter F. So, Mission complete. Und nochmal ansehen plus 2. Damit direkt auf plus 7 und 50k Belohnung. Sehr, sehr fein. Gucken wir uns die Beziehung mal an. Okay, kenne ich nicht. Da müssen wir noch einiges nachholen. Freie Familien kenne ich auch nicht. Argonische Föderation, da müssen wir mal ein bisschen was machen. Die Pontifexe, da müssen wir ein bisschen was machen. PGS sogar minus 5, das ist gut. Also Segaris Pioniere sind wir gut. Teladi Unternehmen sind wir jetzt bei plus 7. Terranisches Protektorat, gut, ne, da kommen wir ja her. Plus 16. Wir haben übrigens keinen Zugang zu Erde und Mond. Und ich darf nicht auf 20... Danke für Ihre Hilfe. Jo, gerne. Okay, schade, kein Ansehen, aber nochmal 500. Da versuche ich auch so lange wie möglich... die 19 nur zu haben und nicht die 20. Weil ab Stufe 20 hat man nämlich Zugang zu Erde und Mond und ich möchte vorher noch meine Errungenschaft holen. Und dazu darf ich nicht 20 haben. Ja. So, also nur Teladi-Unternehmen und hier die Paraniden. Da sind wir noch minus 3. Da müsste ich vielleicht auch nochmal einen Auftrag übernehmen. Da hätte ich nämlich gerne den Plusbereich. Allgemeine Ausrüstung, Schiffe, Lizenz für Grundprodukte, Gottesreich. Genau, wir können andocken. Andocken. Genau, werden Kampfschiffe nicht angreifen. Das machen die zum Glück auch nicht. Ja, gut, das hier sind Feinde. Den Eigentum zu zerstören. Gut, Karks sind sowieso feindlich. Also mit den Yaki kann man anscheinend auch noch irgendwie sich anbändeln. Benachrichtigung Verhandlungsmöglichkeiten der freien Split. Ach, die freien Familien sind die Split? Okay. Also die freien Split. Na gut, okay. Ich werde ein bisschen weitermachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da werden wir dann die Hauptmission weitermachen. Also ergo in profitabler Handel.
Ja, wobei wir kennen, also ich kenn's zumindest, die jetzt im ersten Abschnitt dieses Let's Play oder dieser Let's Play-Reihe, also die ersten 35 Folgen, die das nicht verfolgt haben, ja, für die ist es neu. Aber jetzt passiert nicht mehr viel, was die Hauptstory betrifft. Den Rest müssen wir uns selber wieder machen. Wir haben natürlich noch einen Hauptstrang, was die Terraner betrifft. Also diese Mission, wo wir uns bei Huang Chong Dong, wie hieß er? Ne, ach ne, muss ich annehmen. Haruka Long, nicht Huang. Das könnten wir noch machen. Da müsste ich aber da sowieso zurück ins Erdenreich oder ins Terranische Protektoratsreich. Ja, trivial. Könnte man irgendwann mal machen. Ich habe sowieso vor, ich weiß nicht, ob ich das in dem Let's Play hier hintereinander weg hinbekomme, weil ich glaube, dann endet man irgendwann bei 400 Folgen. Für jede Fraktion auch diese Hauptmission zu machen. Sind nämlich alles Errungenschaften. Und man kriegt halt etliches an Geld und an Möglichkeiten. Bei den Terranern zum Beispiel, ja, Zugangslizenz zum inneren Kern. Wir sind dann Held der Menschheit. Das ist aber auch, glaube ich, nur ein Titel. Achso, Polizeilizenz können wir uns dann für 156k kaufen. Und die Lizenzen für die fortgeschrittenen Produkte und Schiffe. Das ist das halt, was ich auch gerne hätte. Dass ich nämlich überall Zugriff habe auf die höchsten Technologien. Auch was die Schiffe betrifft. Gut, okay, ich mach Schluss. Und wir sehen uns. Haut rein, ciao. Auf Wiedersehen und tschüss, Sikowski.